Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir packen heute gemeinsam den Mac-Adventskalender aus. So sieht er hier aus. Der kostet einfach mal 300 Euro, Leute. Das ist wirklich crazy. Und ihr habt heute die Chance, diesen Adventskalender heute hier im Video zu gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, ist einfach nur hier unten kostenlos meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen, diesem Video einen Daumen nach oben geben und etwas in die Kommentare schreiben. Vergesst auf gar keinen Fall, eine Kontaktmöglichkeit dahinter zu schreiben, wie zum Beispiel euren Instagram-Namen, und falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr das auch sehr, sehr gerne tun. Ja, dieser Adventskalender kostet 300 Euro, Leute. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und deswegen muss der wirklich schon für 300 Euro einiges hergeben. Wirklich einiges. Wenn ich den online finden sollte, werde ich den verlinken oder eben nachträglich noch hinzufügen. Ich habe den aus dem Müller. Den gibt es in Mainz aktuell bei Müller und mir wurde der eben zugeschickt. Und genau, das ist jetzt auch der einzige Anlaufort, wo ich euch jetzt quasi hinschicken könnte und sage, da gibt es ihn, wo ich das sicher weiß, dass es den gibt. Mir war das vorher gar nicht bewusst, dass es in einem Müller Mac gibt und besonders nicht, dass die einen Mac Adventskalender haben, weil online habe ich den noch nirgendwo gefunden. Genau, also so sieht der wie gesagt hier aus. Ich finde die Verpackung wirklich sehr, sehr schön, wobei ich die letztes Jahr auch sehr schön fand. Wir machen das direkt mal zusammen auf. Ich weiß nämlich gar nicht, wie genau das funktioniert. Es ist auf jeden Fall eine sehr extravagante Verpackung. Oh, das sieht schon echt krass aus. Also so, genau, oh, das erinnert mich ein bisschen an, ey, das ist ja cool. Das erinnert mich so ein bisschen an NARS, an den NARS Adventskalender von vor 2-3 Jahren. Also ich finde es richtig schön, weil so kann man das natürlich auch hinstellen. Wiederverwenden kann man es auch und ich finde es irgendwie richtig toll. Also die Verpackung ist irgendwie nice, oder? Was sagt ihr? Ach so, eine Sache noch, bevor wir starten. Ich werde nicht dafür bezahlt oder sonst was. Ich wollte euch nur kurz mitteilen, dass ich eine eigene Schmuckkollektion rausgebracht habe. Zusammen mit Only You. Und zwar gibt es dort 3 Schmuckstücke von mir. Das ist hier zum einen dieses wunderschöne Armband mit einem Gummibärchen. Wer sich näher dafür interessiert, kann gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Dort habe ich euch die ganze Story erzählt, warum Gummibärchen und warum Gummibärchen meine persönlichen Glücksbringer sind und vielleicht auch deine werden könnten. Es ist quasi so eine Glücksbringerkette, die ich und Armband natürlich, die ich da rausgebracht habe. Und dieses Bärchen, dieses Goldene, gibt es dann auch nochmal als Chokerkette, also eine ja, etwas enger anliegendere Chokerkette am Hals. Und dann habe ich noch eine Schamkette mit 3 Gummibärchen. Diese Gummibärchen ja, sind in 3 wunderschönen Pastelltönen und ja, ich habe da sehr, sehr lange dran gearbeitet. Ich sage euch auch ganz ehrlich, verdiene da fast gar nichts mit, aber ja, ich wollte es wirklich unbedingt machen und unbedingt ein eigenes Produkt auf die Beine stellen und habe da auch wirklich darauf geachtet, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Ihr habt auch wirklich lebenslange Garantie auf die Produkte, was mir persönlich sehr, sehr wichtig war. Das heißt, wenn irgendwas damit sein sollte, ihr habt lebenslange Garantie und wir haben auch wirklich darauf geachtet, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und dass es nicht überteuert ist, dass sich das jeder leisten kann. Deswegen, wem sowas hier auch gefällt und ja, wer sich das auch holen möchte, könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Wer alle 3 Artikel in den Warenkorb legt, kann sogar mit dem Rabattcode Sarah sparen. Regulär kosten die Produkte alle 3 zusammen 134 Euro irgendwas. Wir haben diese Kette hier zum Launch reduziert. Das heißt, sie kostet aktuell 49,90 Euro, glaube ich. Genau. Und wenn ihr alle 3 Produkte zusammen in den Warenkorb legt, habt ihr dann durch die reduzierte Kette einen Warenwert von nicht 134 Euro, sondern von 105 Euro. Und wenn ihr dann noch mal einen Rabattcode Sarah eingebe, bekommt ihr alle 3 Produkte für 89,90 €. Und ich finde, das ist wirklich ein super Preis dafür, dass ihr wirklich 3 Produkte bekommt und damit duschen gehen könnt, alles anstellen könnt. Und wenn wirklich was sein sollte, habt ihr eine lebenslange Garantie. Genau, das wollte ich nur ganz kurz erwähnen, ein bisschen Eigenwerbung machen, dies, das. Deswegen, wie gesagt, ich wurde dafür nicht bezahlt oder so. Schaut gerne vorbei, wenn es was für euch ist. Wenn nicht, dann nicht. Aber ja, wollte ich nur mal kurz erzählen. Ich bin hier gerade dabei, Türchen 1 zu suchen und ich habe es auch schon direkt gefunden. Und wie gesagt, für 300 Euro muss dieser Kalender wirklich einiges hergeben. So sieht hier das erste Türchen aus und ich hoffe wirklich, dass hier nur Full-Size-Produkte drin sind, weil sonst sehe ich das wirklich ein bisschen kritisch, um ehrlich zu sein. Aber hier haben wir, oh mein Gott, ich glaube, das ist das erste Full-Size-Produkt, hammermäßig, Powder Kiss Liquid Lip Color in der Farbe Mullet Over. Das ist wirklich eine richtig, richtig schöne Farbe. Das ist einfach hier so ein Liquid Lipstick in einem wunderschönen Ton. Also das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut und das ist safe ein Full-Size-Produkt. Weiter geht es mit Türchen Nummer 2. Oh, sind da 2 Produkte drin gewesen? Nein, tatsächlich nicht. Und zwar haben wir hier einfach diese Kügelchen drin. Das ist
so, dass das die Feuchtigkeit irgendwie aufsammelt, oder? Ja, ich glaube schon. Das fühlt sich auch auf jeden Fall nach einem großen Produkt an. Mal schauen. Und es ist tatsächlich kein Full-Size-Produkt, aber ein Reisegrößenprodukt, welches man so aber auch kaufen kann. Finde ich auch nicht schlecht. Und zwar ist das eine Mascara. Das ist die In Extreme Dimension 3D Black Lash Mascara von MAC. Ich werde die direkt mal auspacken, beziehungsweise euch das Bürstchen zeigen, weil das ja immer sehr viele von euch interessiert. So sieht das Bürstchen aus. Ist wirklich sehr, sehr groß. Und das Ganze ist ein Gummibürstchen. Türchen Nummer 3 ist etwas kleiner und ich wette mit euch, hier ist irgendwie so ein Lidschatten oder so drin. Also ich stelle mir das so vor, weil was soll da sonst drin sein? Das ist ja auch jedes Jahr in den MAC Adventskalendern drin, diese Lidschatten. Und ich hoffe, es ist eine schöne Farbe. Ja, ich habe es gewusst, es ist ein Lidschatten und zwar die Farbe Brune. Kenne ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Das ist so ein richtig, richtig schöner, deeper Braunton. Farbe gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut und das ist auch ein Full-Size-Produkt. So, weiter geht es mit Türchen Nummer 4. Das ist hier. Das reimt sich sogar auch. Und was haben wir denn da? Das ist, glaube ich, ein Full-Size MAC Lippenstift. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und es ist auch einer. Mal schauen, die Farbe ist taupe. Einfach nur taupe. Ist ein matter Lippenstift und die Farbe ist einfach nur wow. Guckt euch das mal an. Also das ist wirklich echt richtig, richtig gut. Und ja, das finde ich echt toll, dass sie jetzt hier nicht so Farben reingepackt haben, wo jetzt keiner sowas mit anfangen kann, wie zum Beispiel so ein ganz grelles Lila oder ein ganz grelles Pink. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. So, dann machen wir mal die 5 auf und dann sind wir nur noch ein Türchen entfernt von Türchen 6. Ich bin so gespannt, was in der 6 drin sein wird. Das hier ist Türchen 5 und das fühlt sich irgendwie nach einem Lipgloss oder so an. Tatsächlich ist ein Lipgloss, ein Lipgloss in der Farbe, wo steht die Farbe drauf? Spite. Das ist auch wieder so eine kleine Reisegröße, die man aber auch so kaufen kann. Also die kosten, glaube ich, so 13 oder 12 Euro, irgendwie sowas. Auch die Farbe finde ich eigentlich sehr schön. So, und jetzt kommt Türchen 6 und ich bin richtig, richtig gespannt, was die jetzt in Türchen 6 reingepackt haben, wenn ich die 6 mal finden würde. Hier ist sie nicht, da ist sie nicht. Ah, hier. Da haben wir sie auch schon. Und mal gucken, was wir jetzt hier drin haben. Ich könnte meinen, das ist ein Blush. Fühlt sich auf jeden Fall voll an wie so ein Blush. Okay, krass, das ist tatsächlich ein Blush und zwar in der Farbe Warm Soul. Das ist ein Mineralized Blush und so sieht er hier aus. Finde ich wirklich auch wunderschön. Ich nehme mal dieses Plastik hier weg, damit ihr die Farbe besser sehen könnt. Es ist eine sehr, sehr helle Farbe, wie ich finde. Es ist eher wie so eine Art Bronzer, würde ich schon fast behaupten, und kein Blush. Ja, es ist halt sehr aschig, aber auch sehr, sehr hell. Und das war doch mal ein tolles Produkt für Türchen 6, oder was meint ihr? Also mir hat es gefallen. So, wir gucken mal nach Türchen 7. Habe ich auch eben gerade schon irgendwo gesehen. Die ist hier unten. Und hier haben wir irgendwas Kleines drin. Und da ist safe ein kleiner Mini-MAC-Lippenstift drin. Ja, ich habe es gewusst. Das hier ist die Farbe Velvet Teddy. Ich glaube, diese Farbe kennt jeder. Das ist einfach der Nude-Ton bei MAC. Und das finde ich richtig toll. Und auch diese kleinen Lippenstifte sind keine Proben, sondern die gibt es auch so ganz normal im Sortiment zu kaufen. Türchen Nummer 8 ist riesig, Leute. Das ist echt krass. Guckt euch das mal an. Und was haben wir denn da? Ich bin gespannt. Hier haben wir, was ist das? Von MAC Prep and Prime Essential Oils. Was ist das aber genau? Ich weiß tatsächlich nicht, was genau das sein soll. Das sind 14 Milliliter. Ist das ein Primer? Prep and Prime? Wahrscheinlich, aber wofür genau? Ich werde es euch hier einblenden. Ich kenne das Produkt nämlich überhaupt nicht, aber ich war auch schon echt lange kein Make-up mehr einkaufen. Und besonders nicht bei MAC, ne? Weil, wie gesagt, ich benutze immer noch das, was ich halt eben zu Hause habe, was ich zugeschickt bekomme, aber selber kaufen tue ich mir so selten was, besonders im Bereich Make-up. Sei denn bei DM, da schlage ich schon mal gerne zu, bei MAC, da, wie gesagt, kenne ich mich nicht mehr so gut aus wie früher. So, dann machen wir weiter mit Türchen Nummer 9. Wo haben wir die denn? Die ist hier. Und was ist das? Ich glaube, das ist bestimmt so ein Eyeliner, so ein schwarzer, so ein Hot Eyeliner. Das haben wir auch nämlich jedes Jahr immer drin. Es fühlt sich zumindest so an. Hier haben wir einen Pro Longwear Paint Pot in der Farbe Boogie. Also ist das quasi ein Lidschatten, wenn ich den mal aufkriege. Er hat immer so die Farbe, je nach Lichteinfall. Das finde ich eigentlich ganz cool. Mal schimmert er so braun-rötlich, mal ist er dann doch wieder grau, seht ihr? Das finde ich richtig cool und das ist wie gesagt ein Creme-Lidschatten. In Türchen 10, was haben wir denn da Schönes? Ich dachte zuerst, es ist eine Mascara, aber es ist ein Augenbrauengel von MAC und durchsichtig ist. Das haben wir, glaube ich, auch jedes Jahr eigentlich im Adventskalender drin. Finde ich persönlich aber auch richtig cool. Türchen Nummer 11.
So sieht Türchen Nummer 11 aus und hier haben wir, glaube ich, auch wieder einen Lidschatten oder so drin. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Ja, es ist ein Lidschatten, der ist aber auch ziemlich besonders. Der hat nämlich so eine Gummihülle drumherum, so eine Silikonhülle. Ich weiß nicht, wie man das sonst anders beschreiben soll. Und das ist die Farbe Devoted to Chili Powder Kiss Soft Matte Eyeshadow. Und so sieht die Farbe aus. Wunderschöne Farbe, wirklich. In Türchen Nummer 12 hatten wir jetzt hier so ein kleines Produkt drin. Ich weiß nicht, ob man das so kaufen kann. Wenn nicht, würde ich das echt blöd finden für so viel Geld. Ne? Das ist hier ein Cleanse Off Oil. 6 Milliliter sind das auch nur. Also wahrscheinlich zum Abschminken. Und das ist wirklich sehr, sehr wenig. Also ich weiß ja nicht, für mein Make-up würde das, glaube ich, 3-mal allerhöchstens reichen oder vielleicht 2-mal. I don't know. Aber ich finde es echt ein bisschen wenig. Gerade jetzt so zur Halbzeit. Aber gut, hoffen wir mal in Türchen 13 auf ein Full-Size-Produkt. Wir schauen direkt mal nach, das ist wirklich riesig. Und zwar haben wir hier wieder so zwei Sachen drin, aber das eine ist wieder so ein Feuchtigkeitsding. Ihr wisst ja, was ich meine. Und hier haben wir von MAC ein Lipgloss. Müsste auch ein Full-Size-Produkt sein. Das sind nämlich 7 Milliliter. Das ist ein Lipgloss, ein durchsichtiger Lipgloss. Finde ich auch cool. Türchen Nummer 14. Wo bist du? Ich habe dich eben gerade gesehen. Yes, es ist ein Lidschatten in der Farbe Expensive Pink. Finde ich richtig cool, die Farbe, weil die schimmert auch je nach Lichteinfall immer anders, seht ihr? Mal sieht sie dunkler aus, mal so bräunlich, mal so rötlich. Finde ich richtig, richtig schön, die Farbe. Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Türchen Nummer 15. Das ist hier. Und hier ist, glaube ich, wieder so ein Lippenstift drin, so ein kleiner. Ja, tatsächlich wieder so ein kleiner Lippenstift. Ruby Woo, oh mein Gott, das ist ein richtig krasses Rot. Das gefühlt das beliebteste Rot bei MAC. Genau, so sieht der Lippenstift aus. Und das sind, wie gesagt, diese kleinen, die man eben auch so bei MAC kaufen kann. 16. Boah, Leute, wir nähern uns schon fast dem Ende. Wo bist du? Hier ist die 16, die ist riesengroß und die geht auch voll schwer raus. Ich hoffe, hier ist mal irgendwas Besonderes drin. Wundert euch nicht, wenn hier immer was rausfällt. Das sind diese Tütchen mit diesen Perlen drin, ne? Damit wahrscheinlich irgendwas Feuchtigkeit aufsaugt, wenn irgendwas auslaufen sollte. Und hier haben wir einfach die Stroke Cream. Endlich mal eine größere Größe. Ich erinnere mich, in den anderen MAC Adventskalendern war immer so eine kleine Mini-Tube drin von der Stroke Cream. Und jetzt haben wir hier endlich mal 15 Milliliter. Ja, cool. So sieht die hier aus. Und das ist übrigens die Farbe Pink Light. Genau. Nummer 17. Wo bist du? Hier ist wieder so ein kleines und ich glaube wieder ein Lidschatten, ne? Ja, es ist wieder ein Lidschatten, aber wieder mit so dieser Gummi, wie sagt man dazu, Gummiverpackung oder Silikonverpackung. It's Vintage Powder Kiss. Powder Kiss Soft Matte, ich glaube, das gehört dazu. Also It's Vintage heißt die Farbe. Und das ist so ein lila Ton. So sieht er hier aus. Gefällt mir persönlich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Also es ist einfach so eine Farbe, die einfach dreckig und alt aussieht. So, Türchen 18. Türchen 18 haben wir hier unten. Und da schauen wir direkt auch mal rein. Ist das vielleicht eine kleine Stroke Cream? Ich hoffe nicht. Fühlt sich nämlich so an tatsächlich. Und hier haben wir, nein, keine Stroke Cream, aber Prep and Prime. Natural Radiance Base Lumiere, 6 Milliliter. Diesmal nicht die Stroke Cream, sondern das hier. Ja, finde ich ein bisschen schade für einen 300-Euro-Kalender, so kleine Sachen reinzupacken. Aber vielleicht gibt es die ja auch so zu kaufen, nur ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich werde es euch dann auf jeden Fall dazu schreiben, ob das ein Full-Size-Produkt ist oder nicht. Also ob das quasi so ein Produkt ist, was man auch so im Geschäft kaufen kann, diese 6 Milliliter. Oder ob das tatsächlich eine Probe ist. So, Türchen Nummer 19. Die ist riesig mal wieder. Siehst du, die wollen dann direkt mit dem nächsten Türchen davon ablenken. Und das ist bestimmt ein Lipgloss mal wieder. Nee. Hier haben wir, das haben wir auch jedes Jahr im Kalender drin, Prep and Prime von MAC für die Lippen. Das ist hier einfach, genau, sowas für die Lippen, um die Lippen auf den Lippenstift oder ähnliches vorzubereiten. Schauen jetzt direkt mal rein, was in Türchen 20 drin ist. Und hier haben wir einfach von MAC Fix Plus 13 Milliliter. Ich könnte meinen, das gibt es auch so zu kaufen, perfekt für die Handtasche, finde ich aber trotzdem ein bisschen klein. Ja, ich bin echt gespannt, was für einen Endwert wir von diesem Adventskalender dann am Ende haben, ne? Und ich bin voll gespannt auf die 24, weil letztes Jahr war ich echt ein bisschen enttäuscht von der 24. Türchen 21 wieder sehr klein und bestimmt wieder ein Lidschatten. Wie soll es auch anders sein?
Hier haben wir einen Lidschatten in der Farbe Omega. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Lidschatten. Das ist auch ein Klassiker so beim MAC. Den haben früher immer sehr, sehr viele gekauft, um sich die Augenbrauen damit aufzufüllen. Unter anderem auch ich. Und ja, heute könnte ich mir das gar nicht mehr vorstellen, weil ich den viel zu hell dafür finden würde. Aber es ist wirklich ein schöner Ton. Türchen 22. Ihr wisst ja alle, was 22 für mich bedeutet. Geburtstag meiner Mutter. Und mal schauen, hier haben wir irgendwie so ein kleines Produkt mal wieder drin. Aber das ist, glaube ich, wieder so ein Lippenstift oder so. Ich hoffe es zumindest. Na, komm raus. Oh, wie das hier verpackt ist, ne? Ja, das ist wieder ein kleiner Lippenstift in der Farbe Chili. Das ist ein matter Lippenstift und das ist bestimmt ein Rot. Ja, ich wusste es. Ein Rot wieder mal. Ich hätte mir ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht, wobei das ja auch ein anderer Rotton ist, aber gut. Wir gucken mal weiter. Wir haben ja noch zwei Türchen und ich bin sehr gespannt, was dann in der 24 drin sein wird als Highlight-Produkt. So, jetzt nur noch die 23 und die 24. 24 habe ich schon gesehen, die ist hier und die 23 ist hier. Was haben wir denn hier? Hier ist sowas voll Kleines wieder drin. Lippenstift wieder, glaube ich, oder? Nee, kein Lippenstift, sondern ein Pigment in der Farbe, wow, ein richtig schönes Pigment, in der Farbe 10. Das ist so ein roségoldenes Pigment, sieht richtig, richtig schön aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, Leute, seid ihr bereit für die 24? Die ist hier. Und ich bin so gespannt, was sie sich für die 24 einfallen lassen haben. Ich hoffe wirklich, dass es nicht irgendwie so ein blödes Produkt wie letztes Jahr ist, aber ich glaube nicht. Wir gucken direkt mal. Es ist irgendwas Großes, es ist irgendwas Tolles, glaube ich. Und hier haben wir einen Full-Size-Lippenstift in der Farbe Meer. Okay, das ist richtig geil. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Das ist so ein Nude mit einem Rosa, mit so einem Altrosa gemischt. Das ist so ein schöner, toller Lippenstift, der auch wirklich sehr, sehr bekannt ist. Und das, finde ich, ist für die 24 wirklich super gewesen. Jetzt bin ich so gespannt auf den Endwert. Wie gesagt, wenn ich den Adventskalender online finden sollte, werde ich den euch natürlich online verlinken. Werde ich ihn euch natürlich in der Infobox verlinken. Ansonsten könnt ihr hier auch einen gewinnen. Deswegen macht alle zahlreich bei der Verlosung mit. Und ich bin selber sehr gespannt jetzt auf den Endwert. Deswegen setze ich mich jetzt sofort an den PC, schneide das Video und rechne das für euch aus. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Adventskalender-Unboxing wieder und bis bald. Ciao!